Hallo Leute, und es geht weiter mit The Night of the Rabbit. Ja, ich wollte zuletzt hier gucken, ob mir das Eichhörnchen helfen kann. Denn Edith ist nämlich eins und ich hoffe, sie kann. Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Das würde ich mir ja gerne ansehen. Aber ich finde da... Sollst mir endlich helfen, die Nuss zu knacken? Die Glühnuss, kannst du das nicht machen? Nein, nachher gibt's noch ein Leuchtsaftunglück. Dann leuchte ich im Dunkeln. Tja, Leute. Dann werde ich jetzt etwas tun, weil ich weiß, dass das eigentlich klappen müsste und ich nicht verstehe, warum es nicht geklappt hat. Ich hatte ja im letzten Part erwähnt, dass ich hier bei dem Mäuserich hier oben das mit der Nuss schon versucht hatte mit der Kanone, und das werde ich jetzt einfach nochmal machen. Aber dafür brauche ich, glaube ich, Nacht. Ja, dafür brauche ich Nacht. Also mache ich jetzt Nacht. Denn das wird des Rätsels Lösung sein. Ich weiß es ganz genau. Ich glaube, dass ich halt die Kanone versucht habe. Also ich habe versucht, die Glühnuss damals in die Kanone zu packen. Aber ich glaube, der war wach und deswegen hat das nicht geklappt. Und deswegen werde ich ihm jetzt nochmal neuen Kaffee besorgen. Weil dieser doofe Mäuserich auf der Brücke, der schläft immer wieder ein. Und ich habe das damals dann irgendwie einfach gelassen, glaube ich. Was doof ist, denn es war die richtige Lösung. Jetzt hole ich mir nochmal frischen Kaffee zum 100.000. Mal in diesem Spiel. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Gehe ich ganz schnell raus. Wir müssen uns ja immer beeilen, sonst wird er kalt. Ist ja hier immer so eine Kunst. Schnell, schnell, Jerry. Hoppi, hoppi. Schnell auf die Brücke. Und da müssen wir auch noch das Baldrian-Zeugs da wieder reintun. So, jetzt schnell. Deswegen haben wir das auch, glaube ich, noch. Warum sollten wir sonst alles haben? Weil die Kanone hatten wir ja schon hier umgedreht. Aber der schläft immer, wisst ihr? Der ist immer noch ich wach. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Oh, was für ein Duft. Also es reicht nicht, dem das einmal zu geben. Der wird immer wieder von alleine wach. Und dann ist ja klar, dass das mit der Nuss nicht klappte. Ja. Oh, ja. Na endlich. So, er ist eingeschlafen. Bleib auch. Langsam. Na, wahrscheinlich. Jetzt penn endlich. So. Und jetzt habe ich ihn endlich wieder zum Einschlafen gebracht. Das letzte Mal hatte ich da, glaube ich, gar keine Lust zu. Dabei war das bestimmt richtig. Wozu sollten wir sonst die Kanone umdrehen? Das macht doch Sinn. Okay, mal sehen, ob das klappt. Wenn er das schon sagt, muss es ja klappen. Und wie schießen wir die ab? Ach so, die schießt sich von alleine ab. Wow! Ich habe fast den großen Ast hinter dem Rathaus getroffen. Sieh sich das einer an. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Und trotz dem Krach schläft die Wache immer noch tief und fest. Yay, endlich weiß ich, was ich mit der blöden Nuss machen soll. Und ich denke die ganze Zeit, die muss jemand aufknacken. Oh. Er hat ja aber auch gesagt, er will sie öffnen irgendwie. Oder wie kriegt er sie auf? Oder habe ich das falsch verstanden? Na egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Rathaus. Dafür muss ich hinter das Rathaus, um wieder durch das Fenster zu steigen und so. Ach, da leuchtet jetzt das oben schon ganz toll. Das ist ja cool. Ach ja, und was ich ja noch ausprobieren wollte, ist, ob der Uhu, weil der hat ja tagsüber Kopfschmerzen, ob der mir jetzt bei Nacht den Witz zu Ende erzählen kann. Kann er oder kann er nicht? Ich wende mich damit lieber an Profis.
Nach meiner Bühnenerfahrung bin ich mit ungetesteten Witzen lieber vorsichtig. Also Konrad ist es nicht, der den zu Ende erzählen kann. Ich wende mich da... Nee, das will er gar nicht hören. Dein karamellfarbenes Fell. Wie ein Sahnebonbon. Ich glaube, der schläft. Ja. Nee, der erzählt sonst auch nichts. Kann ich weiterklicken? Gut, dann, Ich hatte halt gehofft, dass er mir den Witz zu Ende erzählt. Dann müssen wir jemand anderen finden, der den Witz zu Ende erzählt. Irgendjemand kann es bestimmt. Ah. Wow! Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Wie schön. Ja, und endlich haben wir bestimmt genug Licht. Oder reicht es ihm jetzt nicht, um auf den Baum hier? Immer noch ganz schön hoch. Ja. Aber jetzt kann ich zumindest sehen, wo ich hintrete. Hoffentlich geht das gut. Geschafft. Ganz schön abenteuerlich. Garstiges Balm. Stiehlt mir meinen Hut? Na nun, quatsch ihn an. Ist dir klar, wie lange ich gewartet habe? Jetzt bin ich uralt und noch ein paar Tage. Du Balm hast doch sicher hier den Baum geschossen, oder? Hab hier oben gerade an nichts Böses gedacht und fast den Löffel abgegeben, aber konnte ich ja nicht, weil du mir den geklaut hast. Wenigstens hat der Baum jetzt eine schöne Farbe. Was zur Frau Holle willst du eigentlich in meiner Welt, du Jungspund? Du willst mir doch bestimmt nur deine drei Wünsche abpressen. Ich bin ein Zauberlehrling und will einen Zauberspruch lernen. Gib mir den Hut und ich nehme dich mit. Den behalte ich, bis wir drüben sind, okay? Du misstrauischer Knabe! Nun gut, aber wer in meiner Welt nach Zaubern sucht, der kommt zu mir. Aber du kannst dir ja einfach was wünschen. Ob der das mit den Wünschen wohl ernst meinte? Ergebnisse in Kleptologie. Von mir klaut niemand. Einmal die Nummer 40b. Übergroßer grüner Hut. Na, das wurde aber auch Zeit. So lange Beine und trotzdem so ein Schneckentempo. Setz Großväterchen den mal direkt auf. Mein Kleeblatt friert. Sagen Sie mal, wo sind wir denn eigentlich hier? Da klebt mir Flügel an und nimm mich Waldfee. Junge, wir sind im Lande des wallenden Windes, der tollsten Tiefe, des säuselnden Sees und der sanften Melancholie des Mondes. Was für ein nasskaltes Hundswetter. Das habe ich gerade gesagt, du kleiner Kleeblattkapper. Wünsche, Pünsche. Immer wollen alle nur das eine von mir. Da muss man sich ja versteckt halten. Du willst dir doch sicher 5000 leuchtende Laubtaler wünschen. Ich darf mir was wünschen? Ist ja toll. Das ist die Tradition. Und es geht traditionell nach hinten los. Was war das gerade? Gar nichts. Aber wo soll ich denn so viel Geld hintun? Darum sorgst du dich? Hab dich doch gesehen. Hast Krimskrams gesammelt. Muss tiefe Taschen haben, du Brackwasser-Teetrinker. Und 5000 Laubtaler sind es dir nicht wert, deine Taschen zu leeren? Damit kriegst du 10.000 Tüten Gummidrops, 1.000 Comichefte oder 100 Videospiele. Das klingt ja super, aber eigentlich... Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs, wäre ich so gerne beliebter bei allen, die mich kennen. Wie hast du mich vorhin nochmal genannt? Wäre ich am allerliebsten jetzt schon ein Meister meines Fachs. Na gut, so sei es denn.
Du bist nun ein professioneller, zertifizierter, ganz offiziell ausgezeichneter Klempner. Wie? Aber ich... Meister eines Faches bist du jetzt. Und Klempner sind für ihre Nützlichkeit überall beliebt. Zwei Wünsche verbleiben, du kleinen Kartoffelbauergehilfe. Okay, dann... Wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung? Wünsche ich mir, dass man mich mag, wenn man mich nur anschaut? Oh Gott, aber er veräppelt einen ja, glaube ich, immer egal, was man nimmt. Nehmen wir mal das mit der Ausbildung. Obwohl es bestimmt voll nach hinten losgeht, dass alle ihn mögen, wenn sie ihn nur anschauen. Wünsche ich mir, dass ich jetzt schon fertig bin mit meiner Ausbildung. Okidoki! Also bisher merke ich nichts. Also doch, es kitzelt ein klein wenig. Oh, ist das Kitzeln an meiner Nase meine neue Kraft, die ich erlangt habe? Huch, was klebt mir da im Gesicht? Ein Schnurrbart. Ganz wie die großen Erwachsenen, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Aber ich wollte doch keinen Schnurrbart haben. Ein Wunsch verbleibt. Mieser Mückenlehrer. Ah, der Kobold ist so fies. Oh nein, ich wünschte, ich wäre erfolgreich darin, meine Worte zu wählen. Nein, ich wünschte, ich würde mehr Erfolg haben. Nehmen wir mal das mit den Worten. Einfach so. Oh nein, ich wünschte, ich wäre erfolgreicher darin, meine Worte zu wählen. Gesagt, getan! Dein dritter Wunsch! Mamma mia! Oho! Was haben Sie hier mit meiner Stimme gemacht? Bei meinem Bart! Was könnte erfolgreicher sein als ein schnurrbärtiger Klempner mit italienischem Akzent? Und diese Schnurrbarte juckte ganz fürchterlich. Ich hab dich gewarnt, Bursche. Nimm einen Wunsch nie auf die leichte Schulter, sonst geht er ratzfatz nach hinten los. Per favore, ich tue alles. Ich gebe Ihnen auch den Löffel, das Kobalt und die Nägel zurück. Aber zaubern Sie mich wieder normal. Willst du etwa einen O'Donnell bestechen? Mit seinem eigenen Hab und Gut, was du ihm unrechtens entwendet hast? Unverschämter Schlingel! In Ordnung. Du mit deiner verdammten Liebenswürdigkeit. Ich kann wieder atmen. Vielen Dank, dass Sie alle Wünsche rückgängig gemacht haben. Dass ich alle Wünsche rückgängig mache, habe ich nicht gesagt. Du bist besser dran, wenn du Klempner bleibst, Junge. Lieber eine Handvoll Fähigkeiten als ein Sack voll Gold. Jetzt hattest du deine drei Wünsche. Lass mich endlich in Ruhe. Huch, wo ist der jetzt schon wieder hin? Und wie kommen wir hier jemals wieder weg? Und wo sind wir überhaupt? Es sieht nach Regen aus. Hast du warme Sachen, deine Regenjacke und einen Schirm eingepackt? Hätte Mama bestimmt gesagt. Naja, ganz so schlecht wäre der rote Pinguin-Kratzepulli jetzt doch nicht. Vielleicht bin ich kein Archäologe, aber dieser Turm sieht echt alt aus. Ich kann nichts sehen. Da hängt irgendetwas von drinnen vor dem Fenster. Du kannst nichts sehen. Aber wir haben unsere Glühnuss nicht mehr. Erinnert an einen gigantischen Mehrzweckschraubenschlüssel. Zum Festschrauben von Schraubmuttern an Abflussrohren. Oh nein, wo kam das denn jetzt her? Mich erinnert das alles hier so ein bisschen an Irland oder Schottland oder England oder ja, irgendwie so die Ecken, weil das von den Inseln und vom Grün und der Wind und da kommen ja auch so ein bisschen irisch, passt ja mit Kobolden und so, wo diese ganzen Sagen herkommen. Aber wer weiß, wo wir gerade wirklich sind, da kann er rein. Ich will da aber noch nicht rein. Ich guck mir nochmal den Baum an. Kann ich hier denn jetzt eigentlich immer wieder zurück oder wie? Das Portal ist fest verschlossen, aber ich muss mich sowieso noch um den kleinen grünen Mann kümmern. Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Würde mir ja an seiner Stelle auch ein bisschen Angst machen, aber okay. Gehen wir da mal rein. Q,
komisch. Ich bin mir sicher, dass er hier hineingelaufen ist. Moment, wie ist das denn hierher gekommen? Das ist doch wieder dieser Zaroff. Irgendwie hängt der wohl seine Poster überall auf, wo wir sind. Diese Flagge riecht nach Hund. Woher weiß ich das? Wir haben doch gar keinen Hund. Und warum hat er sie vor allem jetzt eingepackt? Was will er damit? Ja, dann können wir wieder hier rausgehen, oder was? Grüne Hügel, soweit das Auge reicht. Es sieht nach Regen aus. Hast du was? Hätte... Ja. Gut, ich glaube, hier ist nichts mehr. Es sei denn, hier ist irgendeine Steinstelle oder irgendwas... Weiß ich. Dann gehen wir wieder raus. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Oder konnte man doch nach oben gehen? Das Portal ist fest. Moment, da muss doch da drinnen irgendwas sein. Habe ich nicht ordentlich geguckt? Nee. Komme ich hier irgendwie hier unten lang? Nee. Dann kann ich doch nur wieder raus. Jerry ist für immer gefangen in der Zwischenwelt. Wie schrecklich. Oder ist hinter dem Zaroff-Poster irgendwas? Vielleicht bin ich kein Archäologe, aber dieser Turm sieht echt alt aus. Ja. Erinnert an einen gigantischen Mehrzweckschraubenschlüssel. Zum Festschrauben von Schraubmuttern an Abflussrohren. Ach, wie wär's denn mal mit der magischen Münze, fällt mir grad ein. Die hilft doch bestimmt. Ja, okay. Dann wohl nochmal da drinne, die Münze. Der ja. Mhm. Kleiner Kobold. Hat er mich schon wieder verarscht hier? Entschuldigung? Bei St. Patrick! Was denn noch, du gieriges Balg? Eigentlich suche ich nach einem Zauberspruch. Hier wirst du zumindest keine Magie finden. Es hat sich Ratzekarl ausgezaubert. Ich kann's nicht mehr. Wieso denn das? Sehen diese vermaledeiten Mundwinkel besonders überzeugend aus? Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Kinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da brauchst du schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Glänzendes. Vielleicht der halbe Witz? Er ist so klein. Ich will ihn nicht verletzen. Keine Ahnung, die Flagge? Er ist so klein. Er ist so... Was will er denn jetzt eigentlich genau? Die Hagebutten? Er ist... Ohne Regenbogen sitze ich hier fest. Wenn ich schlechte Laune habe, kann ich keine Regenbögen machen. Kein Regen, kein Nix. Und was kann dich wieder zum Lachen bringen? So etwas ist kein Kinkerlitz hier, du Kartoffelnase. Da brauchst du schon etwas Besonderes, um meine Laune wieder hinzubiegen. Etwas ganz Besonderes. Glänzendes. Was Glänzendes, hat er gesagt. Das habe ich nämlich gerade nicht so richtig verstanden. Was Glänzendes? Hier, eine Trophäe. Krächzender Hafen, aber nein, ich will doch nichts geschenkt haben. Was hat das denn für einen Sinn, wenn man Sachen mir nichts, dir nichts geschenkt bekommt? Ich will es, wenn schon, selbst finden. Selbst finden, also müssen wir es verstecken. Okay, das mache ich aber im nächsten Part von The Night of the... Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.